Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Charakter Ono und seiner Geschichte. Wenn du dich für König der Löwen oder die Garde der Löwen interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. So, starten wir los mit dem heutigen Thema. Wer ist Ono? Ono ist ein männlicher Reiher mit orangenen, lilanen, hellbraunen, weißen und cremefarbenen Federn. Wobei hier die orangenen Federn auf seinem Kopf herausstechen. Er lebte zunächst mit einer Herde von Reihern im geweihten Land, wechselte allerdings am Ende der dritten Staffel mit seinen Freunden zum Baum des Lebens. Er war auch von Staffel 1 von Die Garde der Löwen bis hin zum Ende der dritten Staffel Mitglied der Garde der Löwen. Eine Gruppe, deren Aufgabe es ist, das geweihte Land vor Gefahren zu beschützen. Diese Gruppe bestand aus dem gefürchtetsten, dem mutigsten, dem schnellsten, dem stärksten und dem scharfäugigsten des geweihten Landes. Und hier war Ono zunächst der Scharfäugigste. Über Onos Familie ist hier nichts bekannt. Seine besten Freunde und somit seine zweite Familie wären hier Kion, Banga, Fuli und Beshti. Und im weiteren Verlaufe der Serie auch Anga. Außerdem hat er wie die anderen Mitglieder der Garde der Löwen einen Spruch bzw. ein Wort, das er in Gefahrensituationen sagt. Dieses Wort wäre in seinem Fall Hapana, was so viel bedeutet wie Nein. Wo kommt Ono vor? Onos allererster Auftritt ist eigentlich auch schon in der allerersten Folge bzw. im Film von Die Garde der Löwen. Und als Mitglied der Garde der Löwen spielt er von Staffel 1 bis Staffel 3 immer eine wichtige Rolle. Und sein enormes Wissen über die Kultur und Bräuche der Tiere im geweihten Land ist der Garde hier immer eine große Hilfe. In einer der Folgen übernimmt er sogar den Part von Zazu und überbringt während seiner Abwesenheit den Morgenreport. In den allermeisten Folgen übernimmt Ono die Luftunterstützung, um die Lage im Auge zu behalten. In einer anderen Folge wiederum trifft er auf sein Vorbild Haditi und wird von diesem zu einem Helden erklärt. In der Folge Kampf um das geweihte Land verletzte Ono sich an den Augen, was zur Folge hatte, dass er nicht weiter der Scharfäugigste sein konnte. Dieser Part wurde dann von Anga übernommen und er wurde zum Klügsten. Während der dritten Staffel von Die Garde der Löwen machten sie sich auf zum Baum des Lebens, wo sie auf Heilung für Onos Augen hofften. Aber auch Heilung für die Narbe von Kion. Das war auch mehr oder weniger möglich, allerdings bekam er nicht mehr seine vollständige Sehkraft zurück. Und so blieb er auch nach der Heilung der Klügste. Während ihrer Abwesenheit gründete sich am Königsfelsen eine neue Garde der Löwen, angeführt von Vitani. Und als Kions Garde zum Königsfelsen zurückkehrte, stießen die beiden aufeinander. Am Ende überließ Kion jedoch Vitanis Garde die Aufgabe und das Gebrüll. Und somit verlor die alte Garde der Löwen und auch Ono sein Zeichen. Sie zogen jedoch am Ende der dritten Staffel alle zum Baum des Lebens und wurden dort Teil der Nachtschar. So viel zu Onos Story. Was jetzt das Thema der Fantheorien betrifft, habe ich bei Ono leider nicht wirklich was gefunden. Wenn ihr irgendwelche Theorien über Onos Vergangenheit oder auch seine Zukunft habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!